Guten Morgen! Ich möchte euch zwei Dinge heute sagen. Zum einen möchte ich euch sagen, dass ich total gerührt bin, weil einer von euch hat mir etwas geschickt, was ich euch gleich zeigen werde. Und zum anderen möchte ich euch einen richtig geilen Tipp geben. Einen richtig geilen Tipp für Leute, die ja auch sehr, sehr wenig Geld haben und aber trotzdem eben auch Barfußschuhe sich kaufen wollen. Und das eine ist ja, ihr wisst ja, meine Mama hat mir diese Badeschuhe gekauft. Die werden als Badeschuhe inseriert, aber sie laufen sich wie Barfußschuhe, sind richtig, richtig gut, vom angenehmen Gefühl her zu sagen. Also ja, ganz, ganz relaxed und laufen sich einfach gut. Mit denen wollte ich eigentlich meine Wanderung beginnen. Und ich habe die Einlegesohle hier noch rausgemacht, aber sie haben keine Sprengung. Also sie sind, ja, waren so richtig, ja, gut. Sie haben 30 Euro gekostet. Und nun war ich bei Desathlon oder Decathlon und da habe ich Folgendes gefunden. Die haben 9 Euro gekostet. Das sind Surferschuhe. Die haben eine richtige strapazierfähige Sohle unten. Zumindest bin ich jetzt seit 3 Tagen damit unterwegs gewesen und da ist jetzt kein Abrieb zu erkennen. Die sind, ja, also das ist die Größe 48, 49, obwohl ich 45,5 trage. Einfach, weil ich da einfach ein bisschen mehr Freiraum von habe, aber nicht allzu viel. Und jetzt hatte ich schon fast gedacht, dass ich mit denen dann losgehe und die als Backup nehme oder andersrum. Auf jeden Fall, wie gesagt, 9 Euro Barfußschuhe. Und ja, das muss ich euch einfach sagen als Tipp. Geht mal zu Decathlon oder zu Desathlon und schaut euch mal diese Schuhe an. Also für 9 Euro, und da gibt es noch andere Surfer-Schuhe und die haben richtig guten Bodenkontakt, also richtig gutes Gefühl und absolut zu empfehlen, auch nicht so schwer, 230 Gramm und ja, also ein absoluter Geheimtipp für Barfußschuhe. Ich weiß nicht, wie lange die halten, aber also ich war total begeistert. Und ja, und dann war es so, dass ich heute ein Paket aufgemacht habe und da war hier ein Brief drin. Lieber Christian, viel Spaß auf deinem Gang. Versuch's doch mal mit den Schuhen. Das war wahrscheinlich die Reaktion auf mein Wanderung-Ankündigungsvideo, wo ich das ja auch mit den Schuhen erwähnt habe, dass das noch so bei mir, ja, eben so ein Punkt ist, wo ich halt noch nicht ganz zufrieden war oder halt eben eine Notlösung hatte. Und ja, und das schaue ich mal, zeige ich euch mal, was mir geschickt wurde. Das sind die Soul Runner. Und ja, wenn mich nicht alles täuscht, sind das die Soul Runner FX Trainer. Das sind die Schuhe, die ich bisher getragen habe, die leider kaputt gegangen sind. Und die passen mir einwandfrei. Die passen mir einwandfrei, wie angegossen. Und ich bin einfach total gerührt von der Liebe, ja, dass dieser Mensch da einfach mir seine Soul Runner da geschenkt hat. Und hat mir nicht nur die geschenkt, oder noch ein paar Barfußschuhe. Und die passen auch wie an die Gossen. Er hat scheinbar dieselbe Schuhgröße wie ich. Und die fühlen sich übrigens besser an als die alten 10 Schuhe. Die hatte ich halt so die erste Generation von Vibram. Und die sind ein bisschen softer. Die werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Und freue ich mich auch total. Aber das hier ist natürlich der absolute Hammer. Das ist im Endeffekt die Lösung aller meiner Probleme, die ich mit den Schuhen habe, oder beziehungsweise aller meiner Sorgen, die ich jetzt für die Reise, für die Wanderung habe. Das sind im Endeffekt genau die Schuhe, die ich seit 2 Jahren getragen habe und die ich mir jetzt einfach nicht mehr leisten kann. Was nichts Schlimmes ist, ne? Man muss dann halt schauen, und aber ist natürlich also absolut fantastisch. Also da wollte ich einfach mal wirklich Danke sagen und ja, an dieser Stelle, ich habe schon mal ein Video gemacht, das ist mir persönlich sehr schwerfällt, Dinge anzunehmen und dass das ein großes Grundproblem von mir seit Jahren ist. Ich habe mir halt alles in meinem Laufe meines Lebens, alles so Sachen selber erarbeitet und ja, habe aus der Armut halt den Reichtum und habe dann nie was angenommen. Ich habe meine Umzüge immer komplett alleine gemacht, beziehungsweise ich habe nie wirklich Freunde gefragt, sondern ich habe dann lieber, wenn ich zum Beispiel den Kühlschrank nicht alleine geschafft habe, dann einen Studenten sozusagen Geld gegeben, dass er mir mal bei dem einen hilft, und sonst alles alleine gemacht. Und ich habe das Video, verlinke ich euch einfach oben mal. Ich war halt so der totale Einzelgänger und mir ist halt total schwer gefallen, ja, was anzunehmen. Das hat sich in den letzten Jahren halt geändert und ich arbeite weiter dran und es fällt mir aber
trotzdem total schwer, einfach das so anzunehmen. So, ja, danke, so. Es ist halt ein, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist einfach schön und ich freue mich einfach total. Ja, also, wenn du das Video siehst, danke von ganzem Herzen und ich weiß gar nicht groß, was ich sagen soll. Also danke halt. Ich muss es einfach auch mal so stehen lassen können. Danke.